Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir müssen eigentlich mal eine Runde schlafen. Allerdings würde ich sagen, wir waschen uns erstmal. Oh, wir sind sauber. Habe ich beim letzten Mal noch gewaschen? Okay, keine Ahnung. Wir gucken mal kurz, was wir tun. Okay, ich habe ein paar Dietriche. Gut, nicht nur drei. Gut. Aber ich habe auch lange keinen mehr gekauft, muss ich zugeben. Also echt lange halt. Wir gucken mal kurz auf Karte. Ja, wir wollen... Was ist das denn? Aktivitätengeber. Okay, wir wollen ja auf jeden Fall zum Henker. Warum ist der da? Wir gucken mal kurz, was der Henker da macht. So, das ist ja unten, glaube ich. Das ist auch noch unten, okay. Henker, was machst du da? Eventuell muss ich gleich mal zwischen die Katzen zwischengehen. Die denken sich nämlich gerade, Fight. Hallo, Henkers Freund. Nachdem ich dich beklaut habe, bist du ja echt ein guter Kumpel. Jo. Was ist los? Die Leute in der Stadt reden über dich. Tun sie? Scheißen auf mich. Das ist los. Was? Wer denn? Na, sie alle. Was? Warte. Erzähl mir die ganze Geschichte. Also gut, wenn du willst. Die haben Peter von Dauber, Georg Weiß und einen Kerl namens Herald, genannt Frost, geschnappt. Das sind Schurken, die sie bereits seit Monaten jagen. Und nun wird eine große Hinrichtung vorbereitet. Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sehen. Das ist doch gut für dich, oder? Wäre es, wenn ich der wäre, der es erledigt. Bis? Solltest nicht du alle Hinrichtungen in Rathai durchführen? Doch. Es ist sogar mein verfluchtes Recht. Du wirst nicht ersetzt, haben sie gesagt. Der Galgenberg ist nur eine Leihgabe. Was? Es muss irgendeinen Grund geben. Wenn du ihn weißt, raus damit. Wer wird sie hinrichten? Sie haben extra Henker Heinz aus Kuttenberg herbeordert. Es soll ein Riesenspektakel werden. Hab ich je eine Hinrichtung verbockt? Ich habe alle mit nur einem Schlag geköpft. Will der edle Herr eine Hängung hinauszögern, lasse ich sie minutenlang zappeln. Soll es schnell gehen, sind sie starr, sobald sie fallen. Und so dankt man's mir, nach all den Jahren des Dienstes. Okay, what the fuck? Was können wir da machen? Nichts. Der edle Herr hat entschieden und aus. Wenn du dich nicht wehrst, wird es nur noch schlimmer. Es ist so schon eine Demütigung. Dann bist du im Recht. Also wirst du doch wohl etwas dagegen tun können, oder? Sie haben den anderen Henker schon bezahlt und er ist bereits mit seinen Gehilfen eingetroffen. Wir können die Hinrichtung nicht aufhalten. Es sei denn, Heinz fällt tot um. Ach du. Vielleicht lässt sich das einrichten? Ich bin ein rechtschaffender Mensch. Was willst du damit andeuten? Das war doch bloß ein Scherz. Ein schlechter obendrein. Das Beste wäre, wenn er die Hinrichtung vergeigen würde. Der berühmte Kuttenberger Henker vermasselt die Aufgabe. Der Pöbel lacht ihn aus und dann fleht man mich an zu übernehmen. Den würden sie nie wieder einladen. Klingt gut. Wie stellen wir das an? Leider kenne ich die Strafen nicht. Die geben sie erst kurz vor der Hinrichtung bekannt. Und dann ist es zu spät, irgendwas gegen den Henker zu unternehmen. Das finde ich raus. Können wir nicht einfach abfüllen? Das wird nicht gehen. Er ist kein Anfänger. Und selbst wenn es uns gelänge, würde man die Hinrichtung einfach verschieben, bis er wieder nüchtern ist. Ich könnte ihn vergiften, ne? Müsste der Vogt nicht etwas wissen? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass nur Heinz das Urteil kennt. Ich habe da eine Idee. Hilfst du mir? Klar, eine Hand wäscht die andere. Natürlich. Großartig. Danke, Heinrich. Also, wo soll ich anfangen? Frag den Vogt, was die Verurteilten verbrochen haben. Und sieh dir dann die schwarzen Chroniken im Rathaus an. Sie reichen bis vor meine Zeit zurück. Du findest darin bestimmt ähnliche Straftäter und ihre Urteile. Ich kann nicht lesen. Also Verbrecher finden, die ähnliche Missetaten begangen haben und ähnlichen Standes sind. Adlig oder von niedriger Geburt. So kannst du auf die Strafe schließen, die sie erwartet. Komm dann zu mir zurück. Wir schmieden einen Plan. So machen wir's. Kann ich aber fragen? Und Heinrich? Die Hinrichtung soll an meiner Richtstätte am Galgenberg stattfinden. Ich kann sie etwas hinauszögern, aber höchstens eine Woche. Ich behalte das im Kopf. Okay. Freund. Ich brauche Hilfe mit einem Verletzten aus Sasau. Oh ja? Was fehlt ihm denn?
Gebrochene Knochen sind dir ja nicht fremd. Wenn du Knochen brechen willst, dann wende dich an jemand anderen. Ich bin ein Schläger. Nein, nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Da ist ein Kerl in Sasau mit einem schlimmen Beinbruch. Sie wollten es richten, aber jetzt ist er ohne Bewusstsein und wird immer schwächer. Und die Mönche rühren ihn nicht an? Ah, so ist es. Sie sagen, das läge in Gottes Händen. Aber das heißt ja nicht, dass man ihm nicht helfen kann. Wo ist das Bein gebrochen? Über dem Knöchel. Gut, spitz die Ohren. Sie werden mich nicht zu ihm lassen. Aber das ist keine Hexerei. Es gibt dort zwei Knochen. Wahrscheinlich sind beide gebrochen. Und einer davon ist vielleicht nicht an seinem Platz. Du kannst sie ertasten. Wenn der Mann an Gewicht verloren hat, ist es umso leichter. Du musst die Bruchstelle finden und beide Teile zusammenführen. Das wird allerdings höllisch wehtun. Er wird brüllen wie ein verletzter Eber und wild um sich schlagen. Du wirst kräftige Männer brauchen, um ihn zu halten, damit er sich nicht noch mehr verletzt. Scheu dich nicht davor, ordentlich zuzupacken. Und lass dich von dem Geschrei nicht einschüchtern. Puh. Verstanden. Hoffentlich kriege ich das hin. Bestimmt. Viel Glück, Heinrich. Danke, mein Freund. Nee. Was war das denn, Alter? Was kann ich eigentlich bei ihm lernen? Hundescheiß, ne? Ja, Hundemeister. Kannst du mir mit meinem Hund helfen? Ich hab keinen. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, kein Problem. 60 meine Fresse, Alter, ja, komm. Also, pass gut auf. Ich hab keinen Hund. Hundeflüsterer, neue Stufe hinter erreicht. Okay, ich hab noch keinen Hund, ist das Problem. Juti, ich würde mal sagen, wir gehen mal hoch. Und jeden mal zum Jägermeister und geben ihm seine Nachtigallen zurück. Und ich weiß nicht, warum ich gerade so ja. Berliner. Jeder Berliner wahrscheinlich. Ich tue den gar nicht! Egal. Gut, das hat jetzt nicht so viel Zeit, das heißt, das machen wir in einem der nächsten Parts. Super, ich kann nicht lesen. Immer noch nicht. Ich muss gleich mal zum Schreiber. Könnte ich auch gleich mal gucken. Okay, ich habe ihn nicht umgeworfen, gut. Sehr gut. Das wäre echt ärgerlich gewesen, wenn ich den jetzt umgeritten hätte. Servus. Ich muss auch immer noch was an Scheiße machen. Das ist da oben in der Hauptburg, ne? Ich glaube, ja. Genau. Also oben in der Zitadelle quasi ist es, ne? Ne, es ist... Die innere Burg ist es, glaube ich. Hallo, mein Freund. Beste Grüße. Servus. Ja, ne? Ich bin ein Weilchen herumgepirscht und habe hier etwas für dich. Wunderbar. Wie viele hast du gefunden? Drei. Gut, das ist großartig. Ich hoffe nur, der Vogelfänger hört nie von meinem kleinen Fehler. Ich hoffe nicht. Danke, Junge. Hier ist deine Belohnung. Verbessert, ruft der Nachtigall. 40 gewöhnliche Fall. Und 150 Groschen. Sympathischer. Ich kann hier auch Hundemeister machen, okay. Jagen. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ja, nee, komm, brauche ich nicht. Ich denke darüber nach. Okay, was kann ich denn bei dir handeln? Kann ich ja bestimmt Pfeile kaufen, oder? Spiel gespeichert. Okay, was geht's? Eibenjagdbogen kann ich benutzen. Einen langen Bogen kann ich auch nicht benutzen. Ich kann nicht mal den Eschenjagdbogen benutzen. 8 Stärke, 6 Agilität. Ich kann gar nichts benutzen, Alter. Wie viel hat denn meiner? Also, warte mal, kurz verkaufen. Wie viel hat meiner? Da, Herr Capon. Der hat 54 Kraft und braucht 5. Okay, die sind auch nicht so viel besser, ne? Also 62, ja, okay. Aber also, ne, hier so ein 57er oder so ein 59er ist ja irgendwie nicht so viel besser. Der ist richtig schlecht. 39, der ist auch echt schlecht. Ein Ulm-Langbogen, der ist echt gut. Okay, was kosten denn hier so Pfeilchen bei ihm? Pfeilchen sind echt nicht so günstig. Schaden machen die? Das ist Schaden, okay. 80, das ist richtig schlecht. Jagdpfeile sind aber scheiße. Spitzpfeile sind richtig gut, Langstreckenpfeile sind gut. Spitzpfeile sind echt gut, ne? Aber die kosten halt auch 5,3, Alter. Pro Pfeil. Ne, so ein Jagdpfeil kostet halt 1. Gar nichts, ne? Hochwertiger Pfeil, 6,3. Dabei ist ja gar nicht so gut. Okay. Die Kunst des Aufbrechens. Aha. Spannend. Und eine Schatzkarte verkauft er für 106 und Wolfszähne. Okay. Was kann ich denn verkaufen? Gekochtes Hasenfleisch zum Beispiel. Für 1,2. Da nehmen.
die Schrottkatze haben, Freund. Ja, ein paar Pfeile brauche ich. 90 ist okay. Komm, die Hasenpelze kann er auch haben. Weg mit dem Schrott. Pilze vergehen scheinbar nicht. Das ist gut. Langstreckenpfeile, das sind meine. Das will ich auch alles nicht verkaufen. Das will ich auch alles nicht verkaufen. Hier kommen Silbergill, ich nehme. Brauche ich nicht. So, Warenkorb prüfen. Was kriege ich? 51. Ich würde mal sagen, wir feilschen noch ein bisschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja, komm, gib mir mal 53. Endlich eine vernünftige Summe. Endlich, nach keinem Mal falschen. Okay. Okay, der gerbt scheinbar auch gleich oder so. Oder vielleicht muss man die Sachen auch einfach so wässern. Kurze Realitätsüberprüfung. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Dem soll ich die Zunderbüchse stehlen, damit er irgendwas abfackeln kann. Dem soll ich die Knochen richten. Wenn alle Stricke reißen, ist der Bua. Das ist Arbeit beschaffen und Theresa grüßen. Das hätte ich eben machen können. Das ist am Arsch der Heide, ne? Ach nee, stimmt, ich war ja bei Pater Franziskus. Okay, dann schließen wir jetzt ein paar Quests ab, würde ich sagen, wa? Weil das ist jetzt schon die zweite, die wir abschließen. Upsi, sorry. Ich hoffe, ich habe dich nicht umgeritten. Ja, wenn wir jetzt Agnes sagen, hier, Bruder, kannst du arbeiten? So. Servus. Schauen wir doch mal, wer hier... Wo ist Agnes? Agnes, bist du hier? Hallo Agnes. Guten Tag. Agnesse. Ja, mir ganz gut. Und dir? Ja, genau. Ich habe mich in Sasau umgehört. Pater Franziskus fehlt es an nichts in Sasau. Er wird nicht so bald nach St. Jakob zurückkehren. Du hast ihn gesprochen? Wie geht es ihm? Seine Soutane muss sicher wieder gestopft werden. Andauernd zerreißt er sie. Er stolpert ständig über Stock und Stein. Ja, es geht ihm gut. Er ist jetzt woanders tätig. Wir sind da viel besser als sie, ne? Ich habe den Abt gefragt. Er sagte, er hätte ihn woanders hingeschickt. St. Jakob müsse warten. Warten? Wie beim letzten Mal? Wir mussten für fast 2 Jahre nach Sasau. So lange lebe ich vielleicht gar nicht mehr. So schlimm wird es schon nicht. Und in der Zwischenzeit kannst du für Händler Hagen arbeiten. Wer weiß? Vielleicht gefällt es dir ja. Du hast wohl recht. Was sonst soll ich in meinem Alter noch tun? Und das Pfarrhaus ist zu groß für eine Frau allein. Du bist also bereit, für Hagen zu arbeiten? Das sagte ich doch gerade. Ich werde seine Haushälterin. Danke. Sehr schön. Gut, dann kann ich mit dem Vogt darüber schnacken. Mit dem muss ich ja eh schnacken, aber wir gehen jetzt erstmal zum Schreiber und gucken, ob wir schreiben... Gaul, du stehst im Weg. Einfach mal durch die Wand gehen, Ehre. So. Hier ist scheinbar auch noch ein Trankladen? Keine Ahnung. Pickel! Gott sei mit dir. Ja, und mit dir, mein Freund. Wasser tragen. Ich weiß nicht mehr, wie ich entschieden habe. Habe ich mir das aufgeschrieben? Kurze Überprüfung. Ich habe mir ja einiges aufgeschrieben. Pickel. Pickel trägt Scheiße. Okay. So, hier ist doch der Schreiber, ne? Der war doch hier oben. Noch eins hoch, vielleicht? Er schläft. Warum schläft der? Beste Grüße. Okay, er ist sofort wach. Servus. Ja, ich kann bei ihm, warte mal. Das ist doch der Schreiber, ne? Schreiber. Ich kann bei ihm nicht lernen. Ja, ne, wir beenden erstmal das Gespräch und schnacken offensichtlich erstmal mit dem anderen Buben. Ich darf hier nicht rein. Upsi. Was ist das hier? Schlossknacken schwer. Nicht, dass du mich noch siehst, wie ich deine Truhen knacke.
Dieses Schloss ist zu kompliziert. Ich konnte doch schwere Schlösser knacken. Wahrscheinlich, weil ich gerade einen Malus habe, ne? Vermutlich, weil ich gerade einen Malus habe. Ja. Aber der gilt nicht auf Schlösserknacken. Okay, ich habe Schlösserknacken 5. Ich bin mir ziemlich sicher, ich konnte schwere Schlösser knacken. Nur sehr schwere nicht. Aber okay. Scheinbar nicht. Naja. Ja, die habe ich aufgebrochen. Genau. Guten Tag. Guten Tag. Wo bin ich jetzt hier? Im Vogtraum. Upsi. Kurze Realitätsüberprüfung. Oben war doch noch ein Raum, wo ich nicht rein durfte, ne? Mehr setzen wollte ich mich nicht, danke. Darf ich die alle mitnehmen? Ich darf die alle nehmen. Ehre. Auch die darf ich alle nehmen. Ehre. Einfach mal ein paar Bücher lesen. Was ist das hier? Ich kann immer noch kein Englisch. Nicht lesen, meine Güte. Privater Bereich, okay. Gar nicht. Okay, nichts Interessantes. Also, wo bin ich hier überhaupt? Ah, okay. Hier bin ich. So. Also ich kann den schon nach... Also jetzt gerade kann ich ihn gar nichts fragen, weil er... Schläft gerade? Nee, okay. Mach ich ja von der falschen Seite zu. Kann ich eigentlich irgendwo pofen? Ich würde nämlich gerne eine Runde pofen. Bin ich ehrlich. Kann ich bei Theresa machen, ne? Wo ist denn der Vogt, die? Welcher? Da ist der Vogt, wa? Vogt, hör mal. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Danke. Ja. Ich hörte, dass eine große Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings. Das wird ein glorreiches Spektakel für die Stadt. Jahrelang wird man darüber reden. Ja, endlich Leute hinrichten. Die schlimmsten Verbrecher und Geächteten weit und breit. Peter von Dauba, Georg Weiß und Frost Herald. Was haben sie getan? Frag lieber, was sie nicht getan haben. Haben im ganzen Land Ärger gemacht. Ja, fragen wir mal PD. Warte mal, ich schreibe mir das einfach wieder auf, ja? Nicht, dass ich das nachher wieder nicht weiß. Sekunde. Das ist sauber, das Blatt hier. PD. Wer ist Peter von Dauba? Ein Adliger, der sein Vermögen verlor, hat monatelang Händlern aufgelauert. Das war alles? Anfangs ja. Aber dann schrie seine Bande nach Blut. Sie töteten einen ganzen Trupp, der sie jagte. Der Mann wird nicht ungeschoren davonkommen. Okay, Trupp töten. Dann Frost Herald. Frost Herald. Was kannst du mir über Herald sagen? Er wird Frost genannt, weil er eiskalt daherkommt, bis er loslegt. In meinem Leben habe ich viele Mörder gesehen, aber dieser hat den Teufel im Leib. Weshalb? Es heißt, nur die Schreie und das Gewimmer seiner Opfer können ihm je ein Lächeln entlocken. Dieses Tier tötet zum Vergnügen. Als sie ihn erwischten, hatte er eine Kerze aus einem Kinderarm dabei. Bringt Glück, meinte er. Himmel! Okay, Mörder in Klammern Kranker. Jo, Georg Weiß. Was ist mit Weiß? Keiner weiß, woher er eigentlich kam, aber es heißt, das Morden begann mit ihm. Er hinterlässt nie Zeugen. Eher löscht er ein ganzes Dorf aus, als das Risiko einzugehen.
Okay, also auch einfach nur ein Mörder, gut. Hab Dank, Vogt. Das ist alles, was ich wissen muss. Okay, ja, ich habe mich um die Köchin gekümmert. Die Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Ich bedenke, dass es meine Schaffenssache war, ne? Ist mir eigentlich alles egal. Gut, Gespräch beenden. Quest abgeschlossen, Wasser oder Scheiße. So. Das heißt, das haben wir auch abgeschlossen. Wir können immer noch nicht lesen. Das heißt, wir müssen wirklich zum Uschitzer Schreiber. Das ist hier oben. Das ist halt echt weit weg, ne? Also ich meine, ich kann nach Tallenberg reisen. Kurze Schnellreise nach Tallenberg. Aber ich kann dann nach Neuhof. Und dann von Neuhof nach Tallenberg. Und dann von Tallenberg aus hoch. Oder zumindest bis nach hier. Und dann von hier aus den Weg hoch. Das geht. Rovna ist Pater Simon. Das ist Knochen. Das ist Zunderbüchse. Okay, kurze Realitätsüberprüfung, ne? Der Part ist auch schon zu Ende. Das hier machen wir in den nächsten Parts, würde ich sagen. Keine Ahnung, wie lange das dauert, aber schauen wir mal. Und wir gehen mal wieder zu Theresa, würde ich sagen. Ja, ne? Ich denke ja. Wildschweinfleisch muss ich auch immer noch erbringen. Ich muss mal gucken, wo ich Wildschweine herkriege. Ich hab doch eins. Oh nein, weil ich ja fünfmal laden musste, habe ich das nicht gemacht. Scheiße. Gut, das muss ich dann auch mal wieder machen. Das können wir beim nächsten Mal auch noch machen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo.